So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Testdrive Unlimited 2. Wir sind zurück und heute geht's wieder an Shoppen. Ja, wir dürfen wieder Autos kaufen gehen, weil wir fahren die nächste Meisterschaftsstelle, nämlich die Classic 3 Meisterschaft. Und für die haben wir noch kein Fahrzeug. Und dementsprechend müssen wir heute mal ein bisschen einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ob hier ein Autohändler überhaupt Classic 3 anbietet. Müssen wir gleich mal schauen, sonst müssen wir wieder zurück auf Ibiza reisen. Aber wir schauen mal. Wir haben hier eine Corvette C1. Auf Shelby GT500 das wird mich reizen. Und Camaro SRS, die würden mich schon mal auf jeden Fall reizen, die beiden. Das wäre natürlich schon mal hart assi. Hier haben wir nix. Dann gucken wir mal ganz kurz bei Lamborghini hier vielleicht. Oh, Tuner, ne, ist ein Tuner. Whoops, der wird keinen haben. Italienische Klassiker. Hat leider gar keinen C3 da. Der hier hat auch keine gehabt, genau. Britische Wagen, haben die einen C3? Nein, auch nicht. Also der Amiladen ist schon mal, muss man sagen, ganz weit mit vorne dabei. Wir reisen aber mal ganz kurz einfach mal testweise rüber, um mal kurz zu gucken, welche Fahrzeuge wir denn auf Ibiza haben, weil da gibt es ja auch noch Autohändler und die wollen wir ja nicht vergessen, weil wir wollen ja das perfekte Auto, obwohl der Camaro und Shelby GT500 halt schon, ja, die sind schon weit oben in der Liste, glaube ich, und Shelby GT500 ist halt schon assi, aber wird auch gut teuer sein, glaube ich, aber ein bisschen Geld haben wir ja, also dementsprechend, ich glaube, leisten könnten wir uns den, wäre also an sich gar nicht mal so verkehrt, wäre ich jetzt nicht so abgeneigt. So, schauen wir mal, was wir hier so haben. Wir haben hier oben, was haben wir da? Corvette C1 auch nochmal, hier können wir den Shelby auch kaufen. Gut, die können wir auch beide kaufen, also das müssen wir nicht nochmal wieder extra rüberreißen. Jaguar E-Type. Mercedes 300 SL Gullwing ist natürlich auch schon geil. Ist natürlich schon sehr, sehr geil. Ah, hier gibt's den Ferrari, ne? Oh, ein Dino haben die auch. Der Dino ist schon... Der reizt mich gerade schon ein bisschen hart. Ferrari Dino ist natürlich auch geil. Da haben sie irgendeinen BRZ in den Tunebaren. Ich will mir den mal ganz kurz angucken. Dementsprechend markieren wir uns das mal ganz kurz. Da will ich mal ganz kurz hinfahren, weil ich mal gucken will, was das mit ihm auf sich hat. Der hat nämlich keine Klasse, komischerweise. Ich will in die Richtung gucken. Hallo, in die Richtung. Danke. So. Ich habe keine Ahnung, was mit dem auf sich hat. Da gucken wir mal ganz schnell nach. Ich glaube, es wird Shelby. Ich glaube, es wird der GT500 oder der Camaro. Aber ich will jetzt mal ganz kurz gucken, was mit dem BRZ hier auf sich hat, weil der hat nämlich keine Stufe. Und da wollte ich mal ganz schnell mal nachschauen. Warum der hier... Der ist ein Klassiker, ja, entdeckt, sehr gut. Betreten. Gut, schauen wir mal. Der steht halt vollkommen deplatziert da. Da haben wir nämlich den Ferrari Dino. Kenn ich hier, ja, es ist schon cool, aber ich glaube, den Ami wird es dann eher. Ich glaube, der Ami reizt mich. Das wäre zwar unser erster Ferrari, aber ich will einen anderen Ferrari als erstes haben. Was bist du denn? Bist du hier Tuner oder was bist du? C0. Kaufen. Kann ich bei dir irgendwas verändern? Ich weiß nicht, warum der hier so... Er ist recht C0. Ich weiß nicht, was das heißt. CDU Tune-Up. Ist auf jeden Fall ein Mod. So viel ist sicher. Gab es standardmäßig natürlich nie im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt in irgendeiner Klasse überhaupt fahren kann. Höchstwahrscheinlich nicht. Man kann auf jeden Fall ein bisschen was dran machen anscheinend. Okay, nee. Wir gehen raus. Wir gehen zu den Amis. Sorry, Ferrari. Wir werden uns nochmal wiedersehen. Ihr habt einen R40 und so schließlich in euren Autohäusern. Dementsprechend werdet ihr mich sowieso so schnell nicht los. Aber da kann ich auch noch nicht hingehen, weil da können wir auf der anderen Karte. Wir reisen mal kurz wieder zurück, weil wir müssen ja eh wieder zurück. Aber da wird's ein Ami. Hab ich Bock drauf. Also Shelby oder Camaro? Ich muss mal gucken. Beim Camaro weiß ich jetzt gar nicht, welche Generation das nochmal ist, genau. Und Shelby GT500, der alte ist halt... Das ist halt Endstufe von Muscle Car. Das ist halt das perfekte Muscle Car. Wird mich ja schon reizen, ne? Hallo, Autos, danke. Da war ich schon mal gewesen, ne? Sehr gut. Okay, dann gucken wir mal rein. Guten Tag. Hier steht ein Hot Rod. Oh, da steht der Camaro, ist halt auch geil. Wir haben ja schon einen Mustang, ne? Das muss man ja auch überlegen. Was bist du denn? Ein Hot Rod. Ja, geil. Kann man machen. Dann haben wir hier die Camaro. Boah, ist das Ding fett. Oh, ist das Teil fett. Eieieiei. Das ist der Shelby GT500. Ich habe jetzt einen anderen im Kopf gehabt. Ich habe den da hinten auf dem Bild im Kopf gehabt, der da hinten auf dem Bild ist. Der KR, okay. KR sagt mir ja gar nichts. Ich kenne nur einen normalen Shelby GT500. Ja. Ich hätte einen normalen GT500 lieber. Also den da hinten auf dem Bild hätte ich lieber. Kann ich bei dir noch was verändern? So von der Front reizt der mich halt nicht, ne? Wie gesagt,
Die Front da hinten finde ich schicker. Also die normale GT500 Front ist noch ein bisschen geiler. Alter, 400 FPS ist halt auch schon eine Ansage, ne, in einem alten Muscle Car. Was hat die Camaro? Mit der Camaro, ich sag immer die Camaro, ich weiß nicht warum, aber irgendwie reizt mich Camaro gerade mehr. Der reizt mich mehr, wir holen den Camaro. Der reizt mich mehr als der, ja, ist richtig, weil das ist die geile Generation, ah. Ja, wär's ein richtiger GT500, kein KR, dann wär's, hätte ich ihn genommen, aber so nicht. 70.000, kostet heute dem weniger, was können wir daran so machen? Fang nix. Fangs sind nebenbei sehr interessant. Die kann man mögen, muss man nicht. Farbe. Das Ding hier, glaube ich, in Orange. Aber Blau halt auch ganz geil aussieht, ne? Boah, ich glaube, ich nehme das Ding in Gelb. Voll asozial auffällig. Ja, komm, nehmen wir den Gelb. Richtig asozial auffällig. Einmal bitte kaufen. Gib her. Hier sind die Schlüssel für dein neues Auto. Sehr gut. Haben wir einen neuen weiteren Klassiker. Den schäbigen Vogel können wir theoretisch ja noch kaufen. So ist er nicht. Siehst du, da hinten an der Wand hängt der richtige GT-Vogel. So einen hätte ich gerne. Warum haben wir den KR hier drin? Können wir immer noch kaufen für die Elite-Meisterschaft. Also keine Sorge, wir werden uns eh noch einen Klassiker holen. Das ist jetzt nur für die normale Meisterschaft, der Kollege hier. Mal reinhören. Bin ich schon mal nicht so schlecht. Ich würde behaupten, der Innenraum wackelt vielleicht ein bisschen zu sehr. Also so viel Leistung haben wir jetzt auch nicht anliegen. Aber finde ich jetzt schon mal nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, damit kann man auf jeden Fall eine Meisterschaft mal fahren. Ich bin gespannt. Können wir die direkt fahren? Waren wir da schon mal? Start, ja, waren wir schon mal. Sehr gut. Also Miami, meinst du, du wirst bei diesem Wettbewerb auf Hawaii dein Comeback feiern können? Nach deinem enttäuschenden Ergebnis auf Ibiza? Auf Hawaii wird alles anders. Die Zeit der Nettigkeiten ist vorbei. Jetzt fahre ich mein Streit. Oh, tut mir leid, Michael, mein Süßer. Welcher normale Mensch nennt sein Chihuahua Michael? Michael, komm hier hin. Das ist dein Mann? Nein, mein Hund. Ja. Problem damit. So, erstmal gucken. Ich fahre mal erstmal Zeitrennen, weil ich wusste, ich kann mir erstmal ein bisschen kennenlernen. Weil ich das Ding jetzt halt gar nicht gefahren bin. Einfach nur gekauft und gib ihm. Mal gucken, ob er damit was reißt. Ich bin mal gespannt. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Okay, irgendwie wackelt der Wagen. Bisschen sehr viel. Man merkt, dass es ein Mod ist. Der hat so leichte Zuckungen im Stand. Guck es mal an, Alter. Alter, ziehen wir einen Burnout auf die Linie. Meine Fresse. Ein bisschen klarkommen und mal gucken, wie der sich so verhält, der Kollege. Aber schon mal arschgeil. Also Camaro ist halt schon mehr als fett. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, GT500 können wir uns immer noch holen. Rein theoretisch so als zweiten Klassiker. Ich muss mal gucken, was wir für die Elite holen. Ja, die Karosse wackelt bei dem ein bisschen komischerweise. Aber finde ich schon mal ganz geil. Die Generation finde ich halt echt schick. Mit den runden Scheinwerfern vorne drin ist noch ein bisschen geiler, aber ich kann mit der Front auch sehr gut leben. Wie gesagt, mit dem KR kann ich halt, gefällt mir halt so von der Front nicht. Normale Scheinwerfer finde ich schicker. Von den Rücklichtern einerseits auch und von den Frontlichtern, weil die Doppelscheinwerfer sind nämlich beim KR eckig. Und bei der normalen GT500 sind die rund. Und das finde ich ein bisschen, hat ein bisschen mehr Sexappeal auf mich. Sehr fährt sich das Ding aber ganz geil und geht auch echt nicht verkehrt ab, also kann mich nicht beschweren. Obwohl, von der Zeit wird es nicht eng. Obwohl, 2,9 Sekunden ist gar nicht mal so viel mehr, also wir sind diesmal relativ eng mit der Zeit. Ich bin mal gespannt, wie die Gegner so drauf sind im Rennen, weil die Ferraris werden gut gehen, das weiß ich jetzt schon, die werden obenrum gehen wie Sau. Und da wird das hier so ein bisschen mein Problemteil, da muss man die Beschleunigung irgendwie ausgleichen, weil obenrum sehen wir, da ist nicht viel, wir haben auch nur 4 Gänge und die Ferraris haben 5 und fahren über 200. Das wird also die erste Meisterschaft, wo es echt mal ein bisschen lustig werden könnte für uns. So. Die Nummer Uno geht an uns. Ah, sehr schön, ey, sieht halt echt fett aus, die Karre. Bisschen tiefer. Und wir hätten wir schon, ist schon optimal. So, ich würde mal sagen, dann gucken wir doch mal. Ne, Rundkurs, fahren wir Rundkurs direkt? Ja, scheiße, fahren wir Rundkurs. Mal gucken, was die Karre so drauf hat. Das Krasse ist, ne, wir haben jetzt gerade eine Kamera gekauft und hat immer 915.000.
können jetzt immer noch guten Haus kaufen bald mal wieder. Also wir haben Geld dafür. Wir haben auf jeden Fall Cash dafür. Von der Startlinie eines neuen Solar Crown Rennens. Wer wird heute der Gewinner sein? Ferrari, Gullwing, C1. Natürlich im C1 Vergleich mit der Camaro ist natürlich ein bisschen behämmert, weil die Camaro hier nicht die erste Generation ist, die wir hier fahren. Und die C1 halt schon ein bisschen älter ist. Komm, grip jetzt. Oh, Miami wird lustig werden, glaube ich. Das Problem ist nämlich der Ferrari. Ach du Kacke. Ich muss halt echt hoffen, dass sie in Kurven bremst. Das erste Mal, dass ich jetzt Probleme mit der KI kriegen kann, weil die Karre halt einfach so langsam ist, die wir fahren. Weil wir haben ja gesehen in der Fahrschule, dass der nette Ferrari jetzt nicht unbedingt schlecht abgeht. Aber ich kann einfach hoffen, dass die KI einfach wieder ein bisschen zu doof ist. Ja, darauf hoffen wir einfach. Das trifft es ganz gut. Sag ich mal. Dankeschön. Ja, der Ferrari ist wieder gut. Aber gut, ist nur ein bisschen ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Das ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht. Jetzt haben wir jetzt mal Konkurrenz. Nicht, weil die Gegner plötzlich gut fahren, sondern weil wir einfach eine langsame Karre haben. Also im Verhältnis. Ich finde, die kann man ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt abgeben. Wie gesagt, Klopsi ist nicht da. Aber Leistung ist da. Dementsprechend ein bisschen Beschleunigung haben wir, ja. So ein bisschen aufpassen aus den Kurven heraus, weil da tänzt die Hinterachse bei den Linken ein bisschen gerne. Aber hier, trotz dessen wird hier abgezogen. Eiskalt. Wenn wir auf der Geraden aufpassen, dass wir jetzt so ihr Territorium werden, dann müssen wir uns ein bisschen verteidigen. Weil wenn die da wirklich das Gas wirklich durchlädt, dann ist die schneller. Oh, wir rennen auch fast 200. Wir rennen sogar über 200, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh hier. 214 ist begrenzt. Okay, ich habe mal 180 gedacht, aber 214 ist ja noch okay. Ich hätte jetzt mit weniger gerechnet. Oh, was zum Geier, Alter, was ist das denn für ein Bordstein? Fahr! Oh, das ist doch ein Scherz. Dann kürzen wir den Botschen ab und die Karre verfängt sich halt mal komplett dran. Ich liebe die Kollisionsabfragen in TDU 2. Die ist immer wieder schön. Hat man immer wieder Spaß bei. Ja, jetzt wird es lustig, das Ding noch zu gewinnen. Na gut, eine Liga ist ja egal. Wir dürfen da nicht zu viel verlieren, weil das Eliminationsrennen lassen wir ja wieder aus. Dementsprechend müssen wir halt vorher ein paar Punkte gesammelt haben. Ey, was war das denn? Das ist eine typische Kollisionsabfrage von TDU 2. Oh, Botschen und App, weg die Karre. Ah! Weiß ich schon, meine Kurve nicht abkürzt. Ich hole gerade auf. Wir wissen selber, der Ferrari geht mehr als 200. Wenn jemand dann mal nur das Gaspedal mal voll durchdrücken würde, würde da auch mehr gehen. Das gibt's ja nicht. Ich hole mit 200 Sachen mit der Camaro auf dem Ferrari auf. Merkt man, dass der Fahrer einfach komplett inkompetent ist mit dem Fahrzeug. Hahaha! Sagt ihr, inkompetent dreht die Karre fast weg. Gut, das Ding ist echt ein bisschen biestiger auf der Hinterachse. Weil da ein bisschen Traktionsverlust ist, dann ist auch richtig ein Land unter. Ja, noch können wir einen Sieg reinholen. Noch bin ich dran, noch hat sie mich nicht abgehängt. Die Kurve auch so fällt, auf gar keinen Fall. Tschüss! Ich muss jetzt nur bei der einen Linkskurve mal aufpassen, dass wir nicht wieder Vollgas drüber jagen, weil es anscheinend nicht geht. Oder wir haben echt den exakt falschen Bord schon erwischt. Das Spiel macht ja manchmal komische Unterschiede. Wir sind jetzt über andere drüber gefahren, wo es kein Problem war. Und der eine nimmt einfach gefühlt unsere Vorderachse aus, da können wir auch raus. Jetzt hat Begrenzer. Hup, hup, hup. Hatten wir jetzt lange nicht mehr. So, den Bordstein. Das ist nicht mal ein Bordstein gewesen, es ist die innere Kante gewesen. Also von der Wiese auf die Straße. Die leckt mich doch am Arsch, Alter. Ist ja noch bescheuerter. Ja, gewinnen wir sogar trotzdem mit dem Camaro Rennen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wie gesagt, leistungstechnisch sind wir unterlegen. Also nicht PS-technisch unbedingt. Da dürften wir auf einer Ebene sein. Aber eben Topspeed. Da sind Welten unter. Und Windschnittigkeit brauchen wir auch nicht drüber reden. Also da ist der Ferrari auch nochmal Welten drüber. So. Was fahren wir als nächstes? Wir haben noch zwei, das hier. Komm, fahren wir das noch. Fahren wir das kleine Rennen mal und dann machen wir gleich mal den Blitzer. Und dann haben wir noch eine übrig. Dann haben wir nicht schon die normale C3 fertig. Schaffen wir heute sogar eine Folge, wenn es gut geht. Krass. Ich frage mich, ob irgendwer heute gegen mich ankommen kann. Ich bin in Topform. Bist du nicht?
ist alles andere als in Topform. Aber hier in der Fahrzeugauswahl sieht man immer gut, was gemoddete Autos sind, was nicht, weil die KI fährt meist keine gemoddeten Fahrzeuge. Ach, selten zumindest. Dementsprechend hast du hier eben das Fahrerfeld von Originalfahrzeugen im Spiel und ich bin dann mit Camaro und mit Ami unterwegs. Alle nur in europäischen Schlitten. Echt nur alles Europäer. Ne, gut, die Corvette ist noch amerikanisch, sonst noch nur Europäer hierbei. So, Start natürlich wie immer verkackt, weil Gripverlust ist da. Kommst du, erkusch dich mit dem E-Type. Oh, komm, Miami, gib Gas. Alter. Madame. Ah, ficken. Ah, ich wollte ihn an dir vorbei, aber dann gib mir die Hinterachse jetzt flöten. Das Rennen ist halt nicht so lang, ne? Ich muss halt gerade auf Bremse gehen und dann wieder aufs Gas. Das abrupte Wechseln ist halt nicht so gut für die Camaro. Hoppa. Mal gucken, ob wir jetzt noch wieder rankommen. Stuart haben wir, E-Type hat da keine Chance gegen. Aber das haben wir ja auch in der Fahrschule gemerkt, dass der ein bisschen unterlegen ist. Sind dran, wir sind dran und jetzt ziehen wir vorbei. Zack, haben wir sie. Ich möchte auch nochmal betonen, Straßenlage ist von dem Ferrari auch nochmal um Längen besser. Das merkst du auch, wenn du den gefahren bist in der Fahrschule. Camaro ist deutlich schwammiger. Und rutscht viel mehr. Ferrari hat fast immer Grip-Anliegen. Das ist ein Problem, was ich hier habe. Ich habe fast nie Grip-Anliegen. Ich fahre doch mit der richtigen Fahreinstellung, ne? Ups, das wollte ich nicht. Hier kann ich hier gar nicht wechseln, okay. Ich wollte gerade mal gucken, welches Setting wir fahren. Da müssen wir in Optionen gucken, weil da kann ich theoretisch hier gucken, ne? Oder? Kann ich das hier noch einsehen? Ich müsste, meine, wir fahren im Fahrreifen komplett aus, oder? Das war nicht richtig. Ja. Ich habe nicht mal was modifiziert, aber egal. Spieleinstellung, da. Wir fahren Fahrer für Sporten ausgezeichnet, genau. Wir fahren Höchstgeschwindigkeit, okay. Ich wollte nur mal noch sicher gehen, weil zum Teil ist Camaro dann doch noch ein bisschen zu stabil, weil die dürfte theoretisch noch mehr mit dem Heck machen, aber ist egal. Wir gewinnen es erstmal. Nächster Ring geht in unsere Tasche. Und bam. Sehr, sehr gut. Was kriegen wir hier überhaupt für die C3 Elite? Das würde mich gerade mal interessieren, was man so einen Cash dafür bekommt. C3, nicht Elite. Elite ist ja noch nicht, aber 160.000, ja, okay, kann man machen. So, wir haben noch ein Rennen, einen Blitzer. Dann machen wir erstmal den Blitzer und dann machen wir das Rennen zum Abschluss und dann Eliminierungsrennen, wie wir ja immer wissen. Lassen wir das außen vor, weil ich da keinen Bock drauf habe. So. 5 Blitzer sind's. Die dürften diesmal wieder ein bisschen schwieriger angeordnet sein. Eine neue Herausforderung der Kategorie Radarfalle bahnt sich an. Ich glaube, es wird verbeugte Karosserien geben. Vorsicht vor Schlägen unterhalb der Gürtellinie. Dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie wir jetzt besonders abfahren sollten. 3 MW vorne, die fahren wir sicher nicht als erstes ab. Ich fahre erstmal geradeaus weiter. Ich kann mich einfach an den Gegnern orientieren. Hier da vorne ist direkt ein Blitzer. Das ist natürlich ein großer Nachteil für mich. Ey, die ziehen ja hier alle an. Scheiße. Komm. Trotzdem besser. Das gibt's ja gar nicht, Alter. Ihr seid doch echt alle komplett bescheuert. Dann die 4, dann die 5, dann die 1, dann die 3. Genau, so machen wir das. Das ist echt der KI, der aber sowas gibt's ja gar nicht. Na, diesmal nicht schnellster gewesen, aber auch nur minimaler Unterschied. Komm, Camaro, zieh! Bäm! Okay, bremst halt ab. Ich weiß nicht, wie die 3 mitnehmen wollen. Ich glaube, von links oder sowas. Oh, was für die 3 hole ich mal? Oh, diese Bordsteinkanten, ey. Camaro und die Bordsteinkanten, das ist halt echt eine Hassbeziehung hier. So, ich hole für die 3 noch richtig Schwung. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Für die 3 lasse ich mich richtig anfliegen. Oh, ich bin nicht der Einzige, der mit der Idee kam. Chris, kannst du bitte gehen? Das ist meine Idee. Ich habe ein Patent drauf. Und wann dreht denn der um? Ich nehme ab hier oben, das sollte reichen. Ich
Ah, macht er auch. Ein bisschen unschöner als ich, aber er tut das auch. Oh Gott, da kommt mir jemand entgegengeballert. Oh, die 3 gehört mir. Bam, Junge. So. Easy. Wow, wow, wow. Boah, es gibt es nicht. So tief ist die Karre ja nicht mal. Okay, die Bordsteinkante ist halt echt assi hoch. Wenn man halt keinen Bock hat, irgendwie richtig die Welt zu modellieren, dann kommen solche Bordsteinkanten zustande, Leute. Mann. So, wir knacken heute nebenbei die Millionen, ne? Wir sind heute, ab heute sind wir gleich Millionär. Ich möchte das nur mal so bitte auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind bald Millionär. Das ist schon ein ziemlich harter, krasser Scheiß, Alter. Heute ist der Tag, ja? Da möchte ich auch bitte so genannt werden, der Millionär. Die Motoren auf der Startgeraden werden gestartet. Letzte Momente. Obwohl wir es danach schon wieder nicht mehr sind, weil ja wir eben einen neuen Wagen kaufen. Aber es ist für eine Folge sind wir jetzt Millionär. Das reicht. Das ist, damit kann ich vollkommen leben. Das ist für mich legitim. Das ist für mich vollkommen legitim. Startphase ist nicht so ganz das Siegertreppchen für die Kiste hier. Die KI fährt ja auch mit Fahrhilfen, dementsprechend ist es sowieso nicht fair, wenn man sich mit denen aufwiegt, was die Startphase angeht. Wenn ich hier durch den Reifen habe, haben die halt Traktionskontrolle an. Oder ich habe wirklich mit dem Ding einen wunderschönen, echt richtig sexy Burnout hinziehen kann. Macht es auch wieder wett. Den anderen Karren war immer so ein bisschen leicht durchdrehende Reifen. Hier ist ja einfach, wenn du auf Gas bleiben würdest, hast du einfach konstanten Burnout. Der auch nicht mehr aufhört. Ich glaube, nächste Folge werden wir uns in den Shelby GT500 trotzdem holen. Einfach nur mit der Garage den zu haben. Ich meine, es müsste doch ein normalen gehen, obwohl es der ersetzt worden ist. Das könnte auch ein Pfund sein. Eine der Restaurationsfunde könnte auch ein GT500. Genau das könnte sein. Ich glaube, GT500 ist Restaurationsfund. Wenn ich nicht irre. Aber ja, dann holen wir uns den KR nächste Folge. Fahren wir mit dem die Elite-Meisterschaft. Und da müssen wir noch die Classic 4 Elite. Müssen wir auch noch nachholen. Müssen wir auch noch machen. Die fehlt uns noch. Und dann müssen wir Offroad machen. Habe ich nicht so wirklich Bock drauf, wie ihr, glaube ich, wisst. Aber komme ich drum rum. Kriegen wir dann auch hin. So, hier einmal entspannen in die Kurve noch und dann haben wir das Rennen hier auch in der Tasche. Und dann einmal nochmal fürs Inventationsrennen warten. Und dann haben wir die Meisterschaft hier auch schon abgeschlossen. Und haben gegen eine Ferrari gewonnen in der Camaro. Das möchte ich mal betonen. Also ist nochmal relativ unrealistisch, dass das passieren würde. Weil, ja, es ist halt immerhin noch ein Camaro und das ist ein scheiß Ferrari. Das Ding hat echt Bums da hinten und liegt halt auch echt. Schmeiß bitte nicht immer meine Wagen weg am Ende des Rennens. Zieht halt echt an, das wissen wir ja. Und liegt halt auch besser. Damals war da halt noch echt ein großer Unterschied, weil, ja, das war halt, das ist halt ein Ur-Ami, ne? Das Ding ist halt einfach nur, gib ihm. Leistung. Und was mit dem Fahrwerk? Halt die Fresse. Hab ich da Fahrwerk gehört, was soll die Scheiße? Nee. Heutzutage ist ja nicht mehr so. Also heutzutage hast du auch in den Amis gutes Fahrwerk. Challenger, Mustang und sowas haben mittlerweile echt gute Fahrwerke verbaut. Was die natürlich müssen, weil sonst mit der Konkurrenten ein bisschen eng wird, weil da jeder echt gut Fahrwerke drin hat. Und Blattfedern sind halt dann nicht so geil. Das ist halt praktisch. Können wir hier Fotomodus eigentlich benutzen? Oh, können wir, aber dann können wir ein schickes Foto mal von dem Camaro mal machen. Haben wir gerade Zeit. Müssen wir eine schöne Location finden. Eine schöne Location. Wo der Wagen wirklich sexy aussieht, wenn er da so chillt. Bleib hängen, oder? Ja, nein, natürlich nicht. Gut. Oh, hier vorne könnte ich irgendwie. Also an den Park hier. Gucken wir mal, Fotomodus können wir ja einfach mal gerade mal nutzen in der Zeit hier, wenn die da fahren. Also die fahren natürlich jetzt nicht mehr weiter, aber der langsamste Fotomodus der Welt. Komm, beweg dich jetzt. Neigung. Muss ja auch so ein Millionärsfoto sein, ne? Die Leute sollen wissen, oh fuck, der ist Millionär. Und also, Blumenintensität, passiert natürlich nichts, wir fahren nicht. Tiefenschärfe. Passiert nichts.
Das ist ein krasser Fotomodus. Da passiert ja nichts im Hintergrund. Kontrast. Haben wir auch Gelbintensität? Nee, ne? Wir haben keine Gelbintensität. Charakter machen wir mal ruhig aus. Wow, das ist die Option, die es dafür gibt. Okay, jetzt habe ich es voll verwaschen. Tiefenschärfe. So, sieht schon wieder besser aus. Schön ist eigentlich, wenn du die Kamera sauber machen könntest, aber kannst du leider nicht. Dementsprechend machen wir ein schönes Foto. Kann ich auch einfach ausblenden? Nee. Ah, jetzt kann ich auch machen. Ah, Foto. Foto. So. Okay, gut, haben wir ein schönes Foto gemacht. Muss ja auch so ein bisschen mehr näher raushängen, dass ich wäre. Am liebsten kann man diesem Schiff hin? Also, könnte man da noch ein Foto machen. Was man halt so in einem Rennen nehmen, da kommt man nicht hin, ne? Es sind solche Locations, wo du denkst, warum lässt das Spiel dich nicht einfach dahin fahren? Ich nehme das Schiff stellen. Das ist halt. Das ist so Spielerbegrenzung, die ein bisschen unnötig ist. Und die, wo du auch denkst, ich würde jetzt gerne zum Schiff fahren. Das Spiel so. Ja, nee, das finden wir eigentlich total sinnlos. Das machen wir nicht. Alles andere kannst du hinfahren, aber nicht zum Schiff da bitte. Mein Gott, hier. Bisschen Sicherheit, Wasser und so. Oh Gott, Zigarre noch dreckiger als vorher. Scheiße. So, ein paar Kilometer noch drauf schruppen. Oder kommen wir jetzt schon wieder weg mit fast 27 Kilometern? Kommt er schon in die Garage? Das war's dann schon. Ich weiß nicht, ob wir noch Platz haben. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir noch Platz überhaupt in der Garage haben. Ich kann mich gut sein, dass wir keinen haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Müssen wir gleich mal schauen. Wenn die jetzt mal langsam ins Ziel kommen könnten. Ey, warum sind diese scheiß Eliminationsrennen alle so scheiße lang? Dankeschön. So, EC3 Elite freigeschaltet. Ein bisschen Cash gibt's auch nochmal in der Tasche. Sehr gut. Kann denn nichts ihn aufhalten? Ein durchschlagender Erfolg für unseren Herausforderer in dieser klassischen Meisterschaft. So sehen Weltmeister, so sehen Millionäre aus. Level erhöht, Level 16, wuh! Wir müssen neues Freigeschalten nehmen, 10-3 Elite und dann müssen wir die Offroad-Gedönse machen. Okay, wir sind jetzt nebenbei Millionär, ganz knapp, aber wir sind Millionär, darum geht's mir nur. Ich will mal ganz kurz meine Häuser gucken. Da haben wir zwei voll. Wir gehen mal kurz in... Wir gehen mal ganz kurz in unser Haus rein. Weil, wenn wir mal kurz gucken müssen, wie unser Häuser aussieht, vielleicht müssen wir auch ein neues Haus kaufen. Ich schätze mal, dürfen wir für den nächsten Klassiker, ne? Wenn ich mir jetzt mal in die Garage gehe, die erstmal ziemlich sexy aussieht, weil... Naja, da steht ein Camaro und ein Skyline, sind wir ehrlich. Oh, hier gibt's auch... Kann man auch Fotomodus machen? Oh, das wäre ja mehr als hart... Also, geht das? Warte mal, Fotomodus? Geht hier wirklich ein Fotomodus drin? Oh, ist das geil! Kann man zwar nicht viel machen... Man kann irgendwie auch keine Höhen einstellen. Warte mal, verlassen. Nochmal Fotomodus. Geht der jetzt richtig? Der geht nicht wirklich richtig. Das ist ein bisschen schade. Okay. Hier gibt es einen Fotomodus, aber der funktioniert nicht so, wie er soll. Ah, okay, schade. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier Skyline und Camaro drin. Was erstmal so ein bisschen sehr too-fassend für ist, lass dich hier, wenn man mal so überlegt. So ein bisschen too-fassend für ist, haben wir hier gerade. Ich müsste die noch umlackieren, die Farbe bei too-fassend für ist. Liste, so. Eieiei, wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Autos mittlerweile. Krass. Krass. 9 Autos, nicht schlecht. Frage ist, wie groß sind unsere Garagen? Genau, wir haben da 2 stehen, dann haben wir 3 da stehen, 2 da stehen und 2 da stehen. Da sind die beiden hier in Hawaii. Ich glaube, wir brauchen langsam ein neues Haus, oder? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, nächste Woche Folge gehen wir Autoshoppen und Hausshoppen. Ich hoffe, wir kaufen uns einfach mal ein neues Haus nächste Folge. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen für die Garage. Ich muss den noch umlackieren. Der kriegt noch eine andere Farbe. Der wird auch blau, so wie in Too Fast Furious. Muss ich den auch noch umlackieren? Ja, jetzt gucken wir mal. Auf jeden Fall. Ja, bin ich raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann. Tschö.